Die folgende Sendung wird präsentiert von Ja, hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Sendung hier bei uns. Heute wieder mit jeder Menge Interessantem aus den Kreisen Bitburg-Brümm und Vulkaneifel. Nach wie vor sehen jede Woche rund 25.000 Zuschauer unsere Sendung. Ein Beweis dafür, dass es die Menschen interessiert, über was es hier bei uns zu berichten gibt. Wie Sie es gewohnt sind, hier ein kurzer Überblick über die Themen der heutigen Sendung. Mit dem Bürgerbus unterwegs, die kostenlose Mitfahrgelegenheit im Bitburger Land. Einblick in die deutsche Arbeitswelt, Migration und Ausbildung in der Region Daun. Eifler Baukultur in Dudeldorf, Architektur im Zeichen von Innovation und Tradition. Und gute Nachrichten aus Lünebach. Besucher dürfen wieder in den Eifelzoo. Dazu das Wichtigste der vergangenen Woche im Nachrichtenüberblick und unsere Vorschläge zum Ausgehen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, zu unserem ersten Thema für heute. Stellen Sie sich vor, Sie leben auf dem Dorf, wo es lange schon keine Geschäfte, kein Arzt und keine Apotheke mehr gibt. Sie müssen aber zum Arzt und ein paar Kleinigkeiten aus dem Supermarkt wären auch vonnöten. Jetzt haben Sie dummerweise kein eigenes Fahrzeug oder Sie gehören schon zu der Generation, für die das Fahren mit dem Auto nicht mehr in Frage kommt. Zu allem Übel sind die Kinder schon lange aus dem Haus und wohnen ganz woanders. Auch in der Nachbarschaft ist niemand da, der Sie bringen und auch wieder abholen kann. Eine Situation, die hier bei uns tagtäglich viele Menschen vor große Probleme stellt. Das hat man auch in der Verbandsgemeinde Bitburg-Land erkannt und suchte nach einer Lösung. Und die war schnell gefunden. Der Bürgerbus. Wie die Sache mit diesem Bürgerbus funktioniert, das wollten wir einmal wissen. Meine Kollegin Vanessa hat sich dazu in der vergangenen Woche unter die Mitfahrenden gemischt. Noch ist der Bürgerbus leer, aber das soll nicht lange so bleiben. Die erste Station des Tages, Biersdorf am Stausee. Hier steigt der erste Fahrgast hinzu. Er will in die große Stadt, also nach Bitburg. Ich bin leider Hartz IV, ne? Und das ist schon günstig für mich. Wenn ich nach Bitburg muss, dann regelt sich das so, dass der fährt der Biersdorf donnerstags, dann gucke ich, dass die Behördengänge auf donnerstags bzw. auch beim Jobcenter auf donnerstags gelegt bekomme, dann ist das schon günstig so für mich zu fahren. Hier im Bürgerbus wird plattgeschwätzt und es wird geplant, wie man sich am besten wieder trifft zur Heimreise. Denn die Fahrer des Bürgerbusses sind flexibel und es ist keine Fahrt zu umständlich. Einen Vormittag habe ich erlebt, da haben wir 250 Kilometer gefahren. Dann sind wir immer nur zickzack. Bitburg und dann wieder abholen in die Dörfer. Mittags war es, nach 4 Stunden waren wir 250 Kilometer unterwegs. Die Eifel ist ein großes Gebiet mit mittelmäßiger Infrastruktur. Ohne Auto ist es recht schwer, kurz mal zum Arzt oder zum Einkaufen zu fahren, wenn man nicht gerade beispielsweise in Bitburg wohnt. Der Bürgerbus schließt diese Lücke. Er fährt jedes noch so kleine Dörfchen an und das quasi auf Bestellung per Telefonanmeldung am Tag zuvor. Dickes Plus, der Bürgerbus ist kostenlos und das, weil er von Ehrenamtlern gefahren wird. Mich hat das einfach sehr angesprochen, andere Menschen weiterzuhelfen. Ja, und ich kann mir das beruflich ganz gut einrichten. Einmal im Monat, einen halben Tag, mache ich dann Dienst, entweder vormittags oder nachmittags. Und das macht halt Riesenfreude zu sehen, wie die Menschen sich freuen. Und auf der anderen Seite, ja, es bewegt mich auch. Ich kann im Moment nicht zu arbeiten gehen. Ich habe eine behinderte Tochter. Ich bin Altenpflegerin von Beruf. Und dann habe ich einfach auf dem Amt mal vorgeschlagen, ob ich nicht könnte als Begleitperson mitfahren, weil es überwiegend ältere Leute sind, die Hilfe benötigen für den Ein- und Aussteigen und Unterhaltung halt eben. Und es macht mir sehr viel Spaß. Zu zweit den Bürgerbus zu fahren, erleichtert die Arbeit enorm. Das ist halt auch eine Riesenerleichterung, wenn sie mit unterstützt, den Menschen ein- und aussteigen hilft. Auf der anderen Seite auch von der Kommunikation her macht das riesig Spaß. Ja, manchmal ist der Plan so eng gestrickt, dass das im Bus noch geregelt werden muss. Wie der Mann, den wir gerade rausgelassen haben, wenn der jetzt gesagt hätte, ich rufe an, dann müsste ich den irgendwann dazwischen packen, wo die anderen auch heimgefahren werden. Und da muss man immer so ein bisschen gucken. Und der Fahrer allein ist schon schwierig, dann das alles fahren, organisieren, telefonieren teilweise, alles zu regeln. In Baustadt holen wir Frau Poss ab. Sie will auch nach Bitburg.
Ich würde noch gern oben hin bei den Bäcker, den beim Ebel rechts aus. Ja, da ist ja kein Problem. Ich brauche nur mal da ein. Ja. Nur mal ein Brot da aufzählen und dann ging ich von da aus dann an den Edeka und an den Aldi. Dass es den Bürgerbus gibt, erleichtert Brigitte Post das Leben sehr. Das ist so eine gute Sache, also ich bin voll begeistert. Ich nicht allein, es sind mehr ältere Leute, die halt eben auch sagen, dass das eine gute Einrichtung ist. Genauso wie diese Dame. Zu viert geht es nach Bitburg und da zum Bäcker. Sinn und Zweck des Bürgerbusses ist nicht allein die Fahrerei von A nach B, es gibt auch eine soziale Komponente. Spricht über das Wetter, über irgendwelche Geschehnisse, die morgens in der Zeitung gestanden haben und ja, die wollen einfach sprechen. Manchmal kommen sie auch nur einmal die Woche raus und haben die Leute nur vom Bus oder Arztpraxen, wo sie gerade mit in Kontakt kommen, weil sie auch irgendwo wohnen, wo sie vielleicht ein bisschen abgelegen sind und keine Verwandten mehr haben. Ja, die freuen sich halt eben für den Bus einzusteigen. Unterhalten zu werden. Das Bewegende ist einfach, dass manche Gäste einfach sagen, das ist so die einzigste Stunde, wo ich mich mit anderen Menschen nochmal unterhalte oder wo ich nochmal andere Kontakte habe. Und das ist halt ein wahnsinnig schönes Gefühl, auch da was Gutes an der Stelle zu tun. Der Bürgerbus ist flott unterwegs, aber überfahren wird hier niemand. Jeder Gast darf sein ganz eigenes Tempo haben und kriegt obendrauf noch nette Gespräche und ein Lächeln. Ja, wenn Sie diesen Service auch in Anspruch nehmen möchten, dann wählen Sie einfach die eingeblendete Nummer und melden sich dort zum Mitfahren an. Der Bürgerbus rollt immer dienstags und donnerstags durch die Verbandsgemeinde Bitburger Land. Von der Region Bitburg in die Region Daun. In der Vulkaneifel bietet man derzeit Migranten an, sich über die Möglichkeiten zu informieren, wie man hier bei uns eine Ausbildung beginnen kann. Und das hat einen simplen Grund. Immer mehr Migranten wandern, nachdem sie Deutschkenntnisse erworben haben, in die Städte ab. Sie glauben nämlich, dort seien die Chancen, eine Arbeitsstelle zu finden, besser als hier bei uns. Das soll sich aber nun ändern, denn man geht mit diesen Menschen in die heimischen Betriebe und zeigt ihnen, was hier bei uns möglich ist. Einmal Bagger fahren. Welcher Mann träumt nicht wenigstens einmal im Leben davon, in so einer großen Maschine zu sitzen und an den Hebeln zu spielen? Ahmed aus Syrien war bereits in seiner Heimat Baggerfahrer und würde den Beruf nun gerne auch in Deutschland ausführen. Das und noch viel mehr würde er in einer Ausbildung als Straßenbauer, zum Beispiel bei HTI aus Daun, lernen. Aber nicht jeder, der nach Deutschland kommt und arbeiten will, weiß wie Ahmed so genau, was er arbeiten will oder kann, oder ist sich bewusst, dass nicht jeder Berufswunsch einfach so in Erfüllung gehen kann. Bei der Besichtigung einer der Baustellen von HTI hier in Heilenbach ging es vor allem ums Schnuppern und ums Fragenstellen. Schließlich sollten die Migranten für sich herausfinden, ob sie mal auf den Bau arbeiten wollen oder nicht. Die Fragen beantwortete Nebi. Der war 2014 aus Eritrea nach Deutschland gekommen, um ein besseres Leben zu finden. Ohne Deutschkenntnisse oder Papiere hatte er versucht, Fuß zu fassen und kam so zu Wolfgang Meyer, Geschäftsführer von HTI. Der hatte ihm eine Chance gegeben und eine Ausbildung. Vor wenigen Wochen hat Nebi diese erfolgreich abgeschlossen. Also ich bin sehr stolz auf den Nebi und ich glaube auch zu Recht. Es ist einfach auch für unser Eins, also jetzt auch für einen Unternehmer in Deutschland, ein großes Risiko, dass man da eingeht. Man investiert relativ viel Emotionen und wenn man das dann gedankt bekommt in Form eines solch netten und aufgeschlossenen und erfolgreichen Auszubildenden mit einem so tollen Abschluss, dann ist das eigentlich das größte Geschenk, was man haben kann. Wolfgang Meyer hatte den Schritt ins Unbekannte gewagt und mit Nebi als Migranten einen guten Azubi gefunden. Oft harmonisieren Migrant und Firma aber leider nicht so gut. Auch im Berufsleben muss der Deckel auf den Topf passen. Deutsche Tugenden sind nicht bei allen Nationen beliebte oder bekannte Werte. Viele Jugendliche werden in unsere Gesellschaft hineingelassen, ohne selbst genau zu wissen, wo die Reise hingeht. Und die dann aufzufangen auf diesem harten Boden der Ausbildung und der Arbeit, wo man also eine gewisse Regelmäßigkeit verlangt,
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit, also diese ganzen, ja, von vielen nicht so sehr ja, vermittelten Werte, da jetzt auf diesen harten Boden dann zu schlagen, und da muss man immer schauen, ob die Jungs das dann alles geregelt bekommen, die Mädels das dann geregelt bekommen und da durchhalten. In der Fragerunde hier mitten auf dem Feld geht es immer wieder um das Geld. Für Wolfgang Meier gibt es jedoch noch eine viel wichtigere Motivation für Arbeit. Ich bin eher der Meinung, man muss also die Liebe zum Beruf haben, die dann letztendlich auch zum Geldverdienen führt und nicht umgekehrt. Auch Nebi hat kapiert, von nichts kommt nichts und dass auch das Herz für den Beruf schlagen muss. Das ist ähnlich, ein bisschen ist körperlich schwer, aber verdiene auch richtig, genauso wie du arbeitest. Schwer Arbeit, viel Geld. Ja, das ist, wenn du akzeptierst, mental auch, das ist, wenn du sagst, das ist gut, mein Beruf, das ist gut. Das ist wie die Kollegenbehandlung, das ist, wenn das Freude macht, die Arbeit, das ist einfach gut. Ahmed möchte sich nun bei HTI bewerben. Er kann sich eine Ausbildung dort gut vorstellen. Er ist sich auch bewusst, dass es nicht leicht sein wird, es sich aber lohnt. Ich denke, kein Problem mit Lernen für diesen Beruf. Aber muss man lernen und denken gut für die Zukunft, für Arbeit und so und so. Dann kann gut leben hier und verdienen Geld gut und haben Familie auch, wenn haben Ausbildung gemacht. Ich denke, alles das gut für Leben hier in Deutschland. Es geht ums Gesamtpaket, nicht nur ums Kohleverdienen. Das haben Ahmed und auch Nebi verstanden. Letzterer ist ein gutes Beispiel für Integration von Migranten in Deutschland. Ihm sollen mithilfe solcher Betriebsbesichtigungen durch beispielsweise die Koordinationsstelle Ausbildung und Migration noch viele folgen. Ja, auch andere Betriebe, beispielsweise der Gerolsteiner Brunnen, beteiligen sich an der Aktion. In der kommenden Woche gibt es eine solche Besichtigung dann auch dort. Bei uns gibt es nun den Nachrichtenüberblick und die Ausgehtipps für die kommende Woche. Der Nachrichtenüberblick wird präsentiert von. Am 25. April diesen Jahres verstarb Dr. Axel Simon, der für die Bitburger Braugruppe und seine Heimatstadt Bitburg Großes geleistet hat. Nun erinnert in der Bitburger Stadthalle und Markenerlebniswelt eine Büste an den großen Sohn der Stadt. Sie wurde von Bürgermeister Joachim Kandels und dem technischen Geschäftsführer der Bitburger Braugruppe Jan Niewodniczanski jetzt feierlich enthüllt. Der Downer Martin Geisen präsentierte am vergangenen Sonntag den Spielfilm Just Drifting Along im Downer Kinopalast. Natürlich war auch der Schauspieler selbst vor Ort. Zur Aufführung des Films Just Drifting Along, in dem der 30-jährige Downer Martin Geisen eine tragende Rolle spielt, gab es ein volles Lichtspielhaus. Und es gab Autogramme. Und eine Leiche. Die ist im Film nämlich plötzlich da und fordert von den Protagonisten höchste Konzentration und Kreativität. Den Film gibt's noch ein paar Mal im Downer Kino zu sehen. Weitere Infos finden Sie auf der Homepage des Kinopalasts Vulkaneifel. In der Oberburg in Lissingen wurde am Dienstag eine etwas ungewöhnliche Ausstellung eröffnet. Die 80-jährige Thea Merkelbach, die in Pelm lebt, zeigt hier, was sie in den zurückliegenden 35 Jahren vorwiegend aus Stoff geschaffen hat. In der Ausstellung Stoffe meines Lebens zeigt Thea Merkelbach rund 80 große und kleine Werkstücke. Darunter Decken, Wandbilder, Taschen, Türvorhänge und Polsterbezüge. Besonderer Blickfang der Ausstellung die Harry Potter Decke, die sie für ihren Enkel genäht hatte. Merkelbach ist Mitglied in der Patchwork-Gruppe Gerolsteiner Vulkankilterin im Mehrgenerationenhaus in Gerolstein. Die Ausstellung ist noch bis zum 26. August jeweils von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Nach den heftigen Unwettern, die viele Bewohner des Eifelkreises Bitburg-Prüm Anfang Juni schwer trafen, legten die Kreissparkasse Bitburg-Prüm zusammen mit der Volksbank Eifel und der Raiffeisenbank Irl ein Sonderkreditprogramm mit einem Zinssatz von 0,01% für die Betroffenen auf. Wie die drei Kreditinstitute nun mitteilen, haben sie zum 31.07. insgesamt 110 Unwetterdarlehen mit einer Gesamtsumme von mehr als 1 Million Euro ausgegeben.
In einer Feierstunde zeichneten Landrat Thiel und Kreisfeuerwehrinspekteur Harald Schmitz insgesamt 41 verdiente Feuerwehrkameraden mit dem goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen für 35- und 45-jährige Tätigkeit aus. Landrat Thiel hob in seiner Ansprache besonders die enorme körperliche wie mentale Belastung hervor, der die Feuerwehrmitglieder in ihrem Ehrenamt ausgesetzt sind. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert von Die Weibsbilder gastieren mit ihrem Programm Durchgangsverkehr am Donnerstag, den 23. August im Haus Beder. Beginn ist um 19 Uhr. Beim Singer-Songwriter Summit gibt es am Samstag, den 25. August auf Schloss Weilerbach jede Menge handgemachte Musik. Ab 19 Uhr sind neben Anja Sachs und Jonas Nuak auch die Mundartsängerin Silvia Nels zu hören. Zum 10. Mai finden in Kronenburg bei Stadtkill die ganzheitlichen Gesundheitstage statt. Rund 70 Aussteller informieren an beiden Tagen im Haus der Lehrerfortbildung in Kronenburg die Besucher über alternative Medizin und Heilmethoden. Am 25. und 26. August gibt es beim mittelalterlichen Treiben rund um die Burg Manderscheid wieder so einiges zu erleben. Ritterturnier, Gaukler und Spielleute, Niederburg in Flammen, Handwerkermarkt und natürlich auch ein passendes Kinderprogramm warten auf die Besucher. Los geht's am Samstag um 10 Uhr, am Sonntag dann schon um 9.30 Uhr. Unter dem Motto Entdecke deine Kreativität findet am 25. und 26. August in Altenhof bei Usch, das liegt in der Nähe der Gemeinde Densborn, ein Bildhauer-Schnupperkurs für Anfänger und Fortgeschrittene statt. Beginn ist jeweils um 10 Uhr. In der Gartenanlage des Hauses Beder gibt es am Mittwoch, den 29. August, noch einmal Summer Jazz für dieses Jahr. Zu Gast ist dann das Benno Rabe Quartett. Beginn ist hier um 19 Uhr. Soweit unsere Veranstaltungstipps. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausgehen. Um zu erkennen, was ein Mineralwasser besonders macht, muss man wissen, was drinsteckt. Mit wertvollem Calcium und Magnesium. Erfrischend natürlich aus der Vulkaneifel. So gut kann Mineralwasser sein. Gerolsteiner, das Wasser mit Stern. TV. Fußball total von der Kreisliga bis zur Rheinlandliga. Top-Spiele, Interviews, Hintergründe. Spannend und informativ. Leo TV, die Sendung rund um den Fußball in der Eifel. Unser nächstes Thema. In unseren Ortskernen stehen viele Gebäude leer. Vielerorts fehlt den Eigentümern einfach nur die Vorstellung darüber, welche Möglichkeiten ein Umbau solcher Gebäude bieten könnte. Auf der anderen Seite sehen wir immer öfter, wie alte Häuser zu ansehnlichen Wohngebäuden umgebaut wurden. Jedes in der Gestaltung vorbildlich umgebaute Haus kann so zu einer Bereicherung der Ortskerne mit dazu beitragen. Über die Eifler Baukultur gibt es in Dudeldorf derzeit eine sehr interessante Ausstellung, wo auch ausgezeichnete Projekte vorgestellt werden. Vanessa Schmitz hat sich das alles für hier bei uns angeschaut. In Neubaugebieten kann man, wenn man das passende Kleingeld hat, seinen Immobilientraum verwirklichen, wie hier in Wolsfeld schön zu sehen. Jedes Haus neu und für sich apart, aber irgendwie wirken die Häuser auch zusammengewürfelt. Ja, das ist das große Problem, dass eben durch die große Freiheit im Grunde genommen jeder seine individuellen Vorstellungen realisiert und diese individuellen Vorstellungen eben nicht aufeinander abgestimmt sind und insofern entsteht ein Nebeneinander, was sozusagen keine einheitliche Anschrift mehr trägt und was eben das Authentische der Eifel im Grunde genommen, das geht verloren. Wie wurde die typische Bautradition der Eifel umgesetzt?
so wie man es damals am ehesten gebrauchen konnte. Passend für Familie, aber auch für Vieh. Die Steinbauweise in der Eifel hat sich historisch entwickelt als sogenanntes Trierer Quereinhaus. Was man in diesem Gebäude erkennen kann, es gibt einen Wohnteil, es gibt einen Scheunenteil und es gibt einen Stallteil. Und dies alles unter einem Dach. Und dies ist gekennzeichnet eben durch diesen Begriff, der sich herausgebildet hat als Trierer Einhaus. Dieser oder ähnliche Baustile aus der Eifel sollen nicht verloren gehen durch unachtsames Bauen. Der Baukulturpreis Eifel zeichnet daher Bauprojekte aus, die den Wert der Eifler Baukultur erkannt und in besonderer Weise umgesetzt haben. In Niederweiß steht zum Beispiel einer der Sieger. Hier treffen Tradition und Moderne in perfekter Harmonie aufeinander. Das Gebäude und die Planung zeichnen sich dadurch aus, dass es die wesentlichen Merkmale der Umgebung übernimmt. Das bedeutet, es ist ein zweigeschossiges Gebäude, es hat ein geneigtes Satteldach, es hat sehr wenige Materialien. Die Fassade angeht, zeichnet sich eben aus durch eine moderne, zeitgemäße Formensprache, die heutigen Ansprüchen eben Rechnung trägt. Insgesamt fügt sich das Gebäude aber eben dadurch, dass es die Merkmale übernimmt, in die Umgebung ein und wertet diese eben dadurch auf. Die Fenster und die Fassade ergibt sich aus den Funktionen. Das heißt, heutiges Wohnen erfordert auch andere Antworten, als das damals traditionell war. Das heißt also, größere Fensterformate sind heute schon eine Anforderung, die sich aus der Funktion der Wohnung ergeben. Und hier ist es so, dass unter Verzicht von dem Gebäude vorgesetzten Balkonen, Loggien, das heißt also größere Öffnungen, die innerhalb des Gebäudes gelegen sind, den Balkon ersetzen. Nicht nur beim Baukulturpreis 2017 gab es für den Neubau einen Preis, sondern auch auf Landesebene bei der Vergabe des Staatspreises für Architektur und Wohnungsbau 2018. Insoweit zeigt dies auch und bestätigt dies auch das Wirken, die Wirksamkeit unserer Initiative Baukultur Eifel, in dem derartige Projekte weit über die Grenzen des Eifelkreises hinaus Bekanntheit gewinnen. So soll die Eifel auch über die Grenzen hinaus bekannt sein für Baukultur und nicht nur für den weiten Himmel, die Natur oder all ihre Früchte. Ja, wenn Sie auch ein altes Haus besitzen und für einen Umbau noch ein wenig Inspiration benötigen, dann besuchen Sie doch einfach mal die Ausstellung in Dudeldorf. Die ist noch bis zum 9. September in der dortigen Burg zu sehen. Zu sehen gibt es auch wieder Tiere, erfreulicherweise im Eifelzoo in Lünebach. Seit den verheerenden Überschwemmungen Ende Mai war die gesamte Anlage geschlossen. Die Wassermassen hatten nämlich weite Teile des Zoos zerstört. Viele Tiere ertranken, ein Kragenbär musste erschossen werden, weil er auf Helfer zugelaufen kam. Lange war nicht klar, ob der Tierpark überhaupt noch mal seine Tore für Besucher öffnen könne. Doch die Eigentümer haben sich nicht unterkriegen lassen und Schäden, soweit das überhaupt möglich war, in der Zwischenzeit beseitigt. Am Wochenende konnte ein Teil des Zoos nun wieder für Besucher geöffnet werden. Die Eifelzoobahn rollt wieder. Einmal durch das Gelände von Bison und anderen Wildtieren, das ist schon was Schönes. Langsam kommen die Tiere vom Berg, wollen gefüttert werden, sich von den Besuchern streicheln lassen. 2 Monate lang rollte hier aber nichts. Man kann es erahnen, die Überschwemmung Anfang Juni hatte weite Teile des Eifelzoos zerstört. Das Unwetter hatte durch überdimensionalen Niederschlag eine Riesenflutwelle verursacht, die eine Schneise der Verwüstung durch die Anlage gezogen hatte. Also ich war am Tag selber auch hier, ich habe es gesehen. Es stand die Frage, machen wir weiter oder nicht. Man konnte auch nichts tun. Man konnte nicht Sandsäcke ins Wasser werfen und hoffen, dass es irgendwie gestaut wird, sondern man war machtlos. Heute ist der Zoo für Besucher wieder offen. Damals nach dem Unwetter hatte Dominik Walpott nicht an eine Wiedereröffnung geglaubt. Ja, es ging erstmal darum, ob wir die Power haben und die Kraft haben, das als Familie noch zu stemmen. Meine Oma weiß auch nicht, ob die das noch so lange hinbekommt alles. Und wir kommen selber alle aus Köln.
mein Vater, meine Brüder. Ja, und es ist eine ganze Strecke bis hierhin und deshalb probieren wir das jetzt alles so ein bisschen zu managen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, ja, wir machen das. Wir nehmen das in Angriff. Mithilfe von Freiwilligen und jeder Menge Spenden konnte ein Teil des Geländes wieder auf Vordermann gebracht werden. Hier stand das Wasser komplett, also das sah aus wie ein kleiner Baggersee. Wir haben jetzt den Boden abgekratzt mit dem Bagger, dass der ganze Schlamm weg ist und das ganze Geröll, den Bach, der übergetreten ist, ausgebaggert, dass er wieder tiefer ist, falls nochmal so eine Katastrophe passiert. Und ja, hoffentlich verteilt sich das Wasser dann mehr. Für den Ernstfall wurde also vorgesorgt. Und es wurde insgesamt nicht nur Schlamm gebaggert. Die Besucher sollen sich hier auch wieder wohlfühlen. Gestern habe ich ein paar Stimmen gehört. Es war sehr positiv alles. Die Leute haben gesagt, das ist der Bereich, der jetzt offen ist, ist schon sehr gepflegt. Klar, es gibt immer noch Arbeit, man sieht das auch hier, die Wege. Aber ich denke mal, so vielleicht in ein, zwei Jahren haben wir den ganzen Park wieder offen. Bis dahin soll aus dem Zoo dann auch ein Tierpark werden. Es sollen also dann nur noch einheimische, domestizierte und nordamerikanische Tiere hier leben. Zudem soll es künftig Naturbildungsmöglichkeiten für Kindergärten oder Schulen geben. Ja, Hut ab, dass man sich nach den wirklich schweren Wochen wieder aufgerappelt hat. Aufgeben ist ja viel einfacher als anpacken und weitermachen. Von daher gehen unsere besten Wünsche nach Lünebach, damit es dort wieder weitergeht. Das war hier bei uns für diese Woche. Genießen Sie die hoffentlich noch schönen Resttage des Sommers 2018. Wir tun das auch, werden dabei aber die Vorbereitungen für die nächste Sendung nicht vergessen. Sie sollten auf keinen Fall den kommenden Mittwoch vergessen, denn dann gibt es wieder ab 17 Uhr eine neue Folge von hier bei uns. Bis dahin, Ihnen allen eine schöne Zeit. Machen Sie es gut.